Hi, ich bin der Kai und heute gibt es eine neue Folge EKI Tech Talk. Ich bin im Innovation Center von Rittal und schaue mir hier die Weltneuheit im Bereich Power Distribution an, Reline X. Ja, mit mir dabei ist heute der Jörg. Hallo Jörg. Hallo Kai. Reline, das hört sich ja schon ein bisschen nach Sammelschienensystem an. Kannst du uns mal ein paar mehr Details zu Reline X geben? Reline ist ein Sammelschienensystem. Reline ist das Wort im Haus Rittal für ein 60 mm Sammelschienensystem. Das aktuelle Reline 60 ist schon in die Jahre gekommen, über 20 Jahre alt. Und wir haben gedacht, es ist immer Zeit für was Neues. Und wir haben jetzt mal heute dabei Sammelschienensystem neu gedacht mit Reline X. Wir haben das jetzt hier auf dem Tisch liegen mit den verschiedenen Einzelteilen. Ich werde jetzt mal kurz zeigen, wie man sich so ein Board bzw. ein Sammelschienensystem aufbaut. Reline X besteht aus wenigen Einzelteilen. Kernelement ist dieses 200 mm Bodenelement in dem Fall hier. In das 200er Bodenelement ist mechanische Festigkeit integriert. Gleichzeitig ist es auch die Isolierung auf der Rückseite für die Montageplatte, wenn ich es auf der Montageplatte montiere. Das zweite Teil ist die Berührungsschutzabdeckung. Fingersicher bis IP2XB. Also ich komme hier tatsächlich mit dem Finger nicht durch. Ich kann unter Spannung arbeiten. Kann ich auch ganz leicht auf das Board rasten. Dann kommen rein die Sammelschienen natürlich. In dem Fall ist es hier einmal eine 30x5er Schiene. In dem Fall Flachkupfer. Können aber auch Aluminium genauso wie kommunal verwenden. Und ganz zum Schluss haben wir noch links und rechts ein Endkabel, um das Board fertigzustellen. Beim alten Reline 60 war ja der Bohrabstand zwischen den Sammelschienenhalter individuell, je nachdem, wie meine Kurzschlussfestigkeit war oder wie lang das Ganze natürlich war. Wie sieht es jetzt bei dem neuen Reline X aus? Die Festigkeit und Halteabstände sind integriert in den Unterteilen. Also wir haben ein 200 mm Segment oder 200 mm Element. Wir haben ein 100 mm Element und wir haben noch ein 54er Element. Und aus diesen Elementen kann ich mir individuelle Boardlängen zusammenstellen. Das Schöne hierbei ist tatsächlich, das Boardbild ist einheitlich, auch bei Anreihung über mehrere Schränke. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich ein 600, ein 800, ein 1000 oder ein 1200er Schrank habe. Das Boardbild auf dem Montageblatt ist immer gleich. Das heißt, ich kann die Montageplatte vorbereiten. Das heißt, wo liegen hier die Grenzen? Was ist das Kleinstmögliche und das maximal Größte? Das Kleinstmögliche ist 205 mm Board, also komplett überbaubar, 205 mm. Das Längste ist aktuell ohne eine Anreihung am Stück 2,40 m, also komplette 2,40 m überbaubar ohne Anreiferbinder. Ab 2,40 m arbeiten wir dann mit solchen Anreiferbindern, um die Boardlänge zu vergrößern. Ja, 2,40 m, das ist sicherlich für viele Anwendungen mehr als ausreichend. Wie sieht es denn hier jetzt aus, speziell in Bezug auf die Befestigung der Halterung? Die Montage ist sehr einfach. Wir haben hier solche Schlüssellöcher, kann man hier sehen. Die Schraube kommt auf die Montageplatte und über das Schlüsselloch kann ich einfach das System einhängen. Das heißt, die Montageplatte ist vorkonfiguriert, ist jetzt hier hinten mal im Schrank eingebaut. Das Element wird auf das Schlüsselloch gehängt und eingehängt und dann fest verschraubt. Ja, ich gehe natürlich davon aus, dass für meine Community die E-Plan-Daten dann demnächst auch verfügbar sind. Selbstverständlich sind E-Plan-Daten verfügbar für das Data-Portal, um das System natürlich auf der Montageplatte exakt zu platzieren und zu dimensionieren. Wenn ich kleinere Sammelschienen habe, haben wir hier eine automatische Sammelschienenbreitenanpassung mit eingebaut in das Board, hier die beweglichen Teile und gleichzeitig ein Sammelschienen-Dickenausgleich, also den kann ich bewegen, also ob ich eine 10er-Sammelschiene habe oder eine 5er-Sammelschiene. Und so kann ich das Board individuell einstellen von 15x5 bis 30x10er-Sammelschienen. Ja, und das Ganze mit handelsüblichen Sammelschienen, wie ich sehe, also eine Spezialsammelschiene ist hierfür nicht nötig. Genau, keine Spezialkupferschienen. Wie gesagt, sind Flachkupferschienen überall auf der Welt zu bekommen. Rittal ja auch international aufgestelltes Unternehmen. Wir wollen halt kein Kupfer durch die Welt schicken. Kupfer ist natürlich schwer und das wird dann im zusammengebauten Zustand oder bei den montierten Boards würden wir jede Menge Kupfer spazieren schicken. Deswegen gibt es das Thema als Kit, das gibt es als fertiges Board natürlich inklusive Kupferschienen. Es gibt es aber auch als Kit mit den einzelnen Kunststoffteilen und kann dann in dem jeweiligen Land leicht zusammengebaut werden, weil die Flachkupferschienen gibt es ja überall zu kaufen. Wenn du einen Geräteadapter platzierst und hier oben einen Motorschutzschalter zum Beispiel hast, der dann wiederum die Rückmeldung oben verdrahtet hat. Das Ganze ist bei Schienensystemen mit Bodenwand natürlich ein Problem, weil es sich nicht so einfach verdrahten lässt. Gibt es denn dafür auch eine Lösung bei Reline X? Wir haben tatsächlich in das Unterteil hier eine Kabeldurchführung. Und hier kann ich Leitungen unterbringen bis zu 3x35 Quadrat. Das ist natürlich völlig ausreichend für eine Rückmeldung, die in der Regel mit 0,75 verdrahtet wird. Kannst du uns mal zeigen, wie das Ganze zusammengebaut wird? Ja, selbstverständlich kann ich demonstrieren. Ist eine kinderleichte Montage. Ich muss die Elemente nur zusammenstecken. Das nächste Teil einstecken, einrast. Genau, lass mich auch mal. Ja, ging tatsächlich ganz einfach. Genau. Kommt noch eine sehr schöne haptische Rückmeldung. Richtig. Und als nächstes käme dann? Ja, du warst so früher Steuerungsbau. Was wird wohl jetzt kommen?
Die Kupferschiene natürlich. Die Kupferschiene. Das will ich da auch mal probieren. Selbstverständlich. Auf die Treppe legen. Genau, auf die Treppe. So. Und jetzt kann ich schön leicht die Kupferschienen mit einer Hand runterdrücken durch die Treppe und jetzt kommen die Endkappen drauf. Kannst du übrigens auch machen auf deiner Seite und klicke von der Seite. Endkappe draufstecken. Genau, wundervoll. Wenn die Endkappen drauf sind, haben die Kupferschienen halt. Ja. Weil, wird ja so montiert im Schrank. Ja, das ist natürlich sehr schön. Da kann ich für kleine Schienen das Ganze auf meiner Werkbank machen. Oder ich könnte es natürlich dann auch bei längeren Dingen, die vielleicht ein bisschen groß sind für die Werkbank, direkt im Schrank machen. Und dafür ist es natürlich schon mal gut, dass die Kupferschienen mir jetzt nicht auf die Füße fallen. Der dritte Schritt oder der letzte Schritt ist die Ablegung. Ich fange in dem Fall hier einfach mal von links an, setze das erste Motorrad auf, dann gehe ich auf die andere Seite, fange von der Seite an, die Berührungsschutzabdeckung zu montieren. Ist auch ganz leicht, aufsetzen, einfach runterdrücken. Kannst du auch mal probieren, Kai. Überhaupt kein Problem. Genau, und ich schätze, du bist auch in der Lage, jetzt die Verriegelungs-, die Riegel hochzumachen. Man kann jetzt sehen, das ganze Board wurde ohne Werkzeug aufgebaut. Wenn ich meine Abdeckung demontieren muss, ist auch ganz leicht, brauche ich Werkzeug zu, aus Sicherheitsgründen. Einfach den Riegel lösen hier oben. In dem Fall einfach mit Schraubenzieher die Verrastung öffnen, Riegel runterdrücken, dann geht die Abdeckung wieder ab. Ja, und jetzt sieht man auch nochmal ganz klar, fingersicher bis IP. IP2XB. Speziell für unsere Freunde in Nordamerika. So, Freunde in Nordamerika wollen auch sehr gerne die komplette Abdeckung haben. Und mit der Abdeckung erreichen wir dann IP4X. Ja. Berührungsschutz. Dann kann ich keine Kupferschienen mehr sehen. Und nach IEC ist es die 61439 Teil 1 und Teil 2. Danach sind wir spezifiziert und geprüft. Und dann ist das Ganze wahrscheinlich nicht nur CE zugelassen, sondern hat auch eine UL-Zertifizierung. Genau. Ja, Jörg, dann zeig uns doch mal, wie es eingebaut wird. Genau, sehr gerne. Also beim Einbau in den Schrank oder auf die Montageplatte kann man tatsächlich wenig falsch machen. Das Board hat eine Markierung. Im oberen Bereich sind zwei kleine Pfeile. Hier unten ist die Ritteranschrift. Wenn die Ritteranschrift richtig zu lesen ist, Pfeile zeigen nach oben, kann ich es einbauen. Hier kann man schön sehen, das symmetrische Bohrbild. Das sind selbstformende Schrauben. Das heißt, ich bohre vor mit 4,8 mm. Schrauben macht die selbstformenden Schrauben rein. Das heißt, Gewindeschneiden entfällt? Gewindeschneiden entfällt, das heißt keine Späne somit. Späne entfallen auch. Dann kann ich über die Schlüssellöcher, Ritteranschrift kann man lesen, Schlüssellochfunktion, runterdrücken, es ist fertig. Dann brauche ich nur noch hier Torx 30 und die Schrauben nehmen und anziehen. So Jörg, Board ist eingebaut. Wie sieht es mit der Gerätewelt aus? Ja, Gerätewelt, du hast schon in der Hand den einen Adapter. Hier in dem Fall kannst du mal montieren, einfach aufsetzen und nach unten schieben. Bis es Klick macht. Aufsetzen. Nach unten schieben, ja. Jetzt hat es schön Klick gemacht. Das kann man durch den Klick kann man auch hören, dass der Adapter sitzt. Wenn ich den Adapter lösen möchte, ist hier unten ein Regelungsknopf. Also ich kann nur lösen, wenn ich den Regelungsknopf betätige und dann wieder nach oben schieben und runternehmen. Ihr habt für Reline X alles, was es vorher für Reline 60 auch gab, Gerätadapter, NH-Trenner und so weiter. Wie sieht es mit weiterem Zubehör aus? Habt ihr alles, was für Reline 60 gab, auch für Reline X jetzt? Also für Kunden, die noch Sachen im Lager haben, ist es kompatibel, abwärtskompatibel. Und für Reline X gibt es jetzt auch dann separate Einspeisung, NH-Trenner? Genau. Ja, weiteres Beispiel, 000-Trenner, sehr kompakt aufgebaut. Zum Montieren, gleiches Prinzip. Ich stecke ihn einfach auf, ziehe nach unten, er verrastet. Ich kann es wieder schön hören. Zum Entriegeln einfach öffnen, dann habe ich hier neben einen kleinen Entriegelungsknopf, den drücke ich, dann kann ich ihn ganz leicht wieder abnehmen. Okay, jetzt noch CB-Adapter, gleiches Prinzip, aufstecken, aufrasten und in dem Fall kommt dann hier unsere Easy-Fix-Montagehilfe. Also ich kann ja die unterschiedlichen Bohrbilder einstellen bzw. die unterschiedlichen Befestigungslöcher der Hersteller, montiere den Schalter auf dem Tisch. Dann habe ich hier eine Parkposition, das heißt, er ist verriegelt, da kann ich nach unten weg, schiebe ihn nach oben, habe ihn verriegelt, jetzt kann ich die Kabel anschließen. Der Schalter ist montiert und es gibt auch nur noch einen Adapter für Anschluss von oben, also Kabelanschluss von oben und Kabelanschluss von unten. Ist ganz leicht, den Adapter zu drehen und dann habe ich Kabelanschluss von oben oder Kabelanschluss von unten. Ja, das klingt ja super. Ein Gerät, 50 Hersteller, Kabelanschluss oben oder unten. Ja. Passt perfekt. Ja. Dann gehen wir weiter zur Erweiterung. Wir haben jetzt hier immer einen festen Board gearbeitet und einen festen Boardlink. Natürlich kann ich das Board auch erweitern, wenn das Board im Schrank montiert ist und ich brauche mehr Platz. Das heißt, ich muss mehrere Segmente dran machen, brauche mehr Stromverteilung. Kann ich ganz leicht die Endkappe abnehmen. Natürlich auch nur mit Werkzeug wird die Endkappe abgenommen.
Dann kann man hier sehen, hier gucken kurze Kupferstückchen raus. Ich setze jetzt das nächste Segment an, da gucken auch wieder die gleichen Kupferstückchen raus. Und dann habe ich hier den Anreiferbinder. Den Anreiferbinder kann ich sehr schön von vorne aufstecken und kann somit dann das Board tatsächlich montiert erweitern. In dem Fall ist es so, es gibt eine extra Abdeckung hier für die Anreiferbinder, also als Berührungsschutz in dem Fall natürlich auch. Exakt die gleichen Berührungsschutzart wie bei dem Board auch. Es kommt eine Isolierplatte auf die Montageplatte, die kommt von hinten, die Isolierplatte, dann kommen die Anreiferbinder, dann kommt die Abdeckung. Und das symmetrische Lochmaß, das bleibt aber bestehen? Die Erweiterung bleibt exakt im symmetrischen Lochmaß, genau wie vorher auch. Wenn ich jetzt das alte Reline 60 noch im Einsatz habe und jetzt umschwenken will auf Reline X, ist das Ganze dann kompatibel? Kann ich noch Bauteile mischen oder irgendwie nutzen? Ja, kann ich. Also wir haben hier mal unseren neuen Trenner. Hier haben wir unseren alten Trenner, also unser neuer Trenner. Passt auch genau so hier auf das alte Sammelschienensystem, genau als auch unser alter Trenner drauf passt. Hier kann man aber schön sehen, die Unterschiede vom Trenner. Ich habe in dem Fall hier eine Schraube und mit diesem Schraube muss ich den Trenner verriegeln und anziehen, damit er sitzt. Hier ist eine automatische Verriegelung im Trenner eingebaut. Und was man hier auch sehr schön sehen kann, ist der Sammelschienenhalter in dem Fall. Da, wo der Sammelschienenhalter sitzt, kann ich nicht überbauen. Das ist natürlich bei dem Reline X komplett anders, weil der Halter ja im Basissegment integriert ist. Also kann ich hier überbauen, wo in der aktuellen Reline-Welt tatsächlich die Halter sitzen. Und hier gibt es auch noch Abstandshalter. Es gibt ja hier diese Berührungsschutzabdeckung. Und hier in dem Beispiel kann man schön sehen, überall, wo du jetzt Kupferschienen sehen kannst, muss ich eine Berührungsschutzabdeckung sägen. In dem Fall, in dem Bereich, muss ich absägen, muss ablenken. Ich müsste hier ein Stück einbringen, ich müsste hier ein Stück einbringen. Und überall auch noch die Abstandshalter, dass sich die Berührungsschutzabdeckung nicht nach unten drückt. Ja. Und das sind halt die, ja. Und dann bleibt natürlich immer ein Reststück übrig, was ich dann hoffe, irgendwann nochmal verwenden kann. Am Ende vom Jahr schmeiße ich es dann doch schlussendlich weg, weil ich es nicht mehr brauche. Wenn ich bis jetzt das Reline 60 im Einsatz hatte, habt ihr irgendwelche Unterstützungstools, die mir dabei helfen, auf Reline X umzusteigen? Ja, es gibt eine technische Umstellhilfe, die macht alte Welt auf neue Welt, also sehr leicht aufgebaut. Wir haben auch einen Konfigurator. Konfigurator heißt Repower, ist bei uns zum Produktstart auf der Webseite verfügbar. Es kann frei downgeloadet werden, um das System natürlich entsprechend zu konfigurieren und aufzubauen. Durch den Konfigurator und den Aufbau haben wir dann auch garantierte technische Systemeigenschaften. Fassen wir das Ganze doch nochmal zusammen. Also durch die vorgegebenen Lochabstände und die Schienenhalter habt ihr eine garantierte Kurzschlussfestigkeit. Genau, die garantierte Kurzschlussfestigkeit 52,5 kA Kurzschlussfestigkeit. Weltweiter Einsatz. Weltweiter Einsatz durch globale Zertifizierung UL508A als auch IEC 61439-1. Ja, perfekt. Berührungsschutz ist auch gegeben. Berührungsschutz ist natürlich gegeben. Dann die komplette Überbaubarkeit und die Länge vom Board mit den garantierten technischen Systemeigenschaften, die wir halt gerade besprochen haben, und dem Konfigurator Repower habe ich natürlich in dem Fall hier ein schönes Komplettpaket, um mir die Arbeit mit einem 60 mm Sammelschienensystem deutlich zu erleichtern. Das Ganze kann ich montieren ohne Werkzeug? Montieren ohne Werkzeug, genau. Außer den Torx 30, den brauche ich einmal zum Festziehen. Torx 30 für die selbstformenden Schrauben, ganz genau, keine Schwäne. Wenn ich jetzt allerdings, wir haben ja Fachkräftemangel auch im Schaltschrankbau, das Ganze von euch als Komplettsystem bekommen will, geht das auch? Geht auch. Lieferumfang, gibt es zwei Versionen. Einmal Lieferumfang, komplettes Board inklusive Kupfer. Gibt es in den gängigen Schaltschrankbreiten 600 mm, 800, 1000 und 1200 mm. Also direkt Board, fix und fertig montiert, aber auch Kits, dass man tatsächlich das Board selber aufbauen kann und sich selber die Kupferschienen einlegen kann und kann dann das Board auf die entsprechende Länge konfigurieren. Natürlich mit Hilfe von Repower, dem neuen Konfigurator. Also, wenn ihr noch Fragen habt zu Reline X, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über einen Daumen nach oben, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Tschüss von Kai und Jörg. Ja.